Projektschiene, das ist ein Herzstück vom Studium. Da fließen eigentlich alle Fächer zusammen. Die Studenten haben Mathematik, sie haben Physik, sie haben Regelungstechnik und so weiter und können das dann anwenden in dieser Projektschiene, wo sie eine Projektaufgabe bekommen, eine Aufgabe, die möglichst real ist und wo sie dann durchkonstruieren, Konzept machen, Reviews und so ein Engineering-Projekt dann mit all dem Know-how, das sie erarbeitet haben, vorher können durchziehen. Was wir vor allem wollen, oder? Das sind ja angehende Ingenieure. Und wir finden, es ist nicht richtig, dass ein Ingenieur erwartet, dass am Schluss der Dozent der Einzige ist, der sagt, es ist gut oder schlecht, sondern der Ingenieur lernt durch die Hardware. Er hat etwas gebaut, hat ein Zeich gemacht, er tut es verbessern, er misst, er lernt weiter. Und das ist das reale Umfeld am Schluss. Und das sollen sie jetzt hier üben, oder? Indem sie Prototypen bauen, sehen, passt nicht, falsch konstruiert, Schrauben ist nicht da. Und dann lernen sie das und das können sie dann so umsetzen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Firma Designwerk. Und die Firma ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, sie würden gerne eine Arbeit, wo sie jetzt gerade schon dran sind, von ein paar Studenten durchdenken lassen. Und das ist natürlich willkommen, sehr motivierend. Und dann haben wir gesagt, machen wir. Und haben eine Klasse auf das Thema losgelassen mit dann 6 Teams. Und der Kunde ist eigentlich begeistert, was er da sieht, was es für andere Ansätze noch gibt. Und sieht das natürlich gerne, wie da Ideen entstehen und das durchgerechnet wird. In diesem Semester haben wir das Projekt gehabt, um den Antrieb eines Lastwagen elektrisch zu gestalten. Und unser Part war jetzt, einfach das ganze Antriebssystem zu entwickeln. Was mich besonders an diesem Projekt reizt, ist, momentan ist ja Tesla ein riesiges Thema. Und ich sehe es jetzt so, dass wir so etwas Ähnliches für einen Lastwagen machen. Also ganz Prototyp bauen ist ja nicht nur für den Kunden, dass er es sieht, sondern auch für uns. Man sieht auch im einfachen Rahmen, ob es funktioniert, was man gemacht hat. Und man kann schon kleine Verbesserungen machen. Und das Projekt von A bis Z betreuen ist natürlich spannend, weil man alles mitbekommt und alles einsieht, von der Planung bis zur Entwicklung und Berechnung und eben am Schluss auch noch etwas zu machen. Kompetenz, die man sich aneignen kann. Mir persönlich liegt das eigentlich vor allem daran, das Ganze zusammenarbeiten. Und dann auch halt die wirklichen praktischen Sachen, die man machen kann. Also eben mit dem Rapid Prototyping, mit dem CAD, mit den Berechnungsmethoden. Das ist wirklich sozusagen das Anwenden von dem, was man eigentlich in den anderen Fächern zum Teil lernt. Und das finde ich recht wichtig, dass man das auch kann. Sonst haben wir nie so viele Möglichkeiten später im Berufsleben, habe ich das Gefühl.